Schauspiel? Drehbuchautor? Drehbuchautor. Das Drehbuch ist doch längst geschrieben, sagen doch alle Satsanglehrer. Oder viele. Unser Drehbuch. Also wenn ich jetzt Gaia richtig verstehe, da geht doch mal davon aus, dass alles schon sowieso manifestiert ist, egal was ich tue. Ja, trotzdem kommst du deinem Weg nicht aus. Ja, aber mir fehlt da die Brücke. Wenn mein Drehbuch doch geschrieben ist, was soll ich tun? Das ist ein Erklärungsding zu sagen, das Drehbuch ist schon geschrieben. Stell dir vor, du bist ein Schauspieler in einem Film und das Drehbuch ist schon geschrieben. Ja, ist ja offensichtlich schon geschrieben. Du spielst ja schon. Was hat das für dich für eine Konsequenz? Keine. Du musst deinen Job tun. Auch wenn das Drehbuch geschrieben ist. Und du bist ja in der Situation, oder wir sind jetzt hier in der Situation, die meisten von uns, dass wir das Drehbuch noch nicht kennen. Also müssen wir es erforschen. Ja, aber wie ich den Job mache, ist relativ egal. Deswegen muss ich mir da keinen Kopf machen. Ne? Ich meine, ich persönlich tue das. Ne? Aber so von der Philosophie her, die ich immer wieder höre, ne? Ist mir das eigentlich sehr sympathisch, ne? Weil ich eigentlich der Typ bin, der sehr, sehr gut plant und alles macht. Ne? Also mir ist es sehr sympathisch, einfach auch mich immer mehr mit dem Gedanken zu befreunden, es ist egal, was du tust. Mach irgendwas. Weil das Drehbuch sowieso geschrieben ist. Ja? Ja, wenn du irgendwas machst, und wenn du irgendwas machst, einfach aus dem... wenn du irgendwas machst, dann erfüllst du genau das Drehbuch. Ja. Also ist es ja eigentlich ganz egal, was ich mache, und ich müsste auch gar nicht hingucken. Weil du ja gerade gesagt hast, ja, schau hin, also wenn es dir immer wieder passiert, schau hin. Eigentlich ist es dann ja auch egal. Vielleicht steht ja genau dieses Hinhorn im Drehbuch. Ja, genau, aber es wäre letztlich auch egal, ob du hinguckst oder nicht. Ja, wenn es nicht drinsteht, dann wirst du es nicht tun. Nee. Also, ja, genau. Wenn steht, Schauspieler wendet den Blick nach innen. Schauspieler begegnet Denkmuster, das weiß ich nicht. Dann ist es dein Job, das zu tun. Ja, aber ich kann es auch nicht bestimmen, ob ich es tue oder nicht. Ne? Ich meine, es passiert dann irgendwie. Ja. Ne? Genau, und es scheint ein Teil von unserem Drehbuch zu sein, dass wir hier gerade so zusammensitzen und diese Worte hören. Ja. Ja. Und es geht aber, das ist schön, dass du es ansprichst, es geht nicht darum, jetzt zu sagen, oh Mann, was habe ich alles zu tun und so kompliziert und das muss ich beachten und das. Let's live. Gestern sagtest du mal, der scheinbare Mensch hat eine scheinbare, kann scheinbar entscheiden. Ist das so richtig zitiert? Das kann sein. Ja, also, dass man also die Möglichkeit hätte zu entscheiden, auch als Mensch in dieser Ausprägung, in der Form, ja? Ich meine, letztendlich geht es ja darum, wie manifestiert sich Leben durch diesen Menschen? Ja. Und letztendlich dient alles, was ich sage, auf dieser relativen Ebene des Menschlichen, ja, dient einfach dazu, das Leben möglichst frei da durchfließen zu lassen. Mhm. Und jetzt gibt es immer wieder Konzepte, die da in den Weg kommen. Und es gibt zum Beispiel dieses Konzept, ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt hört es jemand, steht vorm Kühlschrank, hat Hunger und hat gehört, ich kann mich nicht entscheiden. Und steht und sagt, scheiße, wie soll ich jetzt irgendwie, ich habe Hunger, aber ich kann mich ja nicht entscheiden. In dem Moment wird dieses Konzept, sich nicht entscheiden zu können, zu einem, es macht einen Cut da rein, es schneidet das Kabel durch, das Leben fließt nicht mehr. Das heißt, an dem Punkt, Schauspieler, nimm einfach, entscheide dich einfach, passt schon. Es gibt immer wieder die Situation, da haben wir vom Verstand her das Gefühl, wir müssen uns entscheiden. So. Oder kennen wir, denke ich.
So, es tun sich ein paar Möglichkeiten auf und dann ist das Denkmuster oder sind wir gewohnt zu sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Wobei das ja dann auch keine wirkliche persönliche Entscheidung ist, weil alles ja auf irgendwelche Umwelteinflüsse beruht oder auf Gene. Also ist es auch nicht meine persönliche Entscheidung. Also mit mir hat das ja alles gar nichts zu tun, wie ich mich entscheide oder was da entscheidet. Das sind doch alles nur Prägungen. Aus der rein praktischen Sichtweise sieht es so aus, als würden wir uns entscheiden. Genau. Ja. Da kommt der Gedanke, ich sehe zwei verschiedene, ich sehe einen Apfel und eine Birne und dann sagt etwas Lust auf Birne. Ja, genau. Ja, und für uns sieht so aus, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe mich völlig frei für die Birne entschieden, weil bla bla bla, da gibt es tausend Gründe, warum ich mich genau für diese Birne, auch nicht für die andere, sondern genau für diese entschieden habe. Also haben wir letztlich auch in der Form überhaupt keine Entscheidungsvollmacht oder keine Entscheidungsmöglichkeit. Also auf keiner Ebene ist letztlich Entscheidungsmöglichkeit da, ist letztlich irgendwelche freie Entscheidungsmöglichkeit da. Für mich geht es ganz praktisch darum, ja, wie kann das Leben weiterfließen? Mhm. Und ganz praktisch sieht es so aus, entscheide ich für die Birne oder für den Apfel. Ja. Es geht dann auf einer anderen Ebene darum, dass sich manche Menschen, und auch da ist wieder ein Punkt, wo sich das Kabel durchschneidet, dass sich die Menschen einen riesen Kopf machen. Ja, was hat das für Konsequenzen? Was zieht das alles nach sich? Und auch da ist dann der Punkt, das ist auch wieder so ein, wenn wir wollen, so ein Grat. Ja, auf der einen Seite entscheidet man sich überhaupt nicht, auf der anderen Seite entscheidet man sich auch nicht wirklich, weil alles so eine Verantwortung und so eine Schwere und es ist so kompliziert und ich werde erdrückt von dieser materiellen Welt. Und auf beiden Seiten zu sagen, du hast die volle Verantwortung für die Entscheidung und du verstehst es so, als es macht so eine Enge und so eine Schwere in dir und du entscheidest dich nicht. Und auf der anderen Seite zu sagen, ich kann mich nicht entscheiden und du entscheidest dich auch nicht. Ja, und da kann jeder von uns entdecken, wo ist bei ihm die Tendenz und einfach zu sagen, tack, das passt und das, ich nehme jetzt hier die Birne und beiß rein und Hallo, schön. Autor. Kann ich auch sehr gut unterbringen, einfach, dass es fließt. Genau. Ja. Das andere ist eine ganz, da geht es, wenn wir sagen, ist es so, haben wir einen freien Willen, ist da jemand, das ist eine sehr geistige Angelegenheit, das so zu betrachten. Und auf dieser geistigen Ebene sind wir auf der Schwarz-Weiß-Kopierer-Ebene und da sieht es immer so entweder oder aus. Und dann gibt es dann, der eine sagt das und der andere das und dann gibt es da Diskussionen und Rechtfertigungen. Also du gehst davon aus, dass es den freien Willen gibt? Habe ich nicht gesagt. Ich gehe von gar nichts aus, ich weiß auch nichts. Ich entdecke immer nur, dass es in beiden Überzeugungen Verhärtungen gibt. Ja? Wenn ich mich in die eine Überzeugung verhärte, dann fließt es nicht mehr. Wenn ich mich in die andere Überzeugung verhärte, dann fließt es auch nicht mehr. Von dem her, dass ich solche Überlegungen spielen für mich überhaupt keine Rolle. Und es ist manchmal hilfreich, jemanden, der sich in die eine Ecke verhärtet hat, mal ein bisschen in die andere Richtung hinzustupsen. Oder wenn das für ihn selber passiert. Und andersrum genauso. Weil das kann auch wieder zu Konzepten werden. Genau, das so ist das. Konzepte. Ja. Zum Beispiel, als ich in Lucknow war, da haben die immer gesagt, da haben die nicht mehr gesagt ich, dann haben die immer gesagt, ja, es spricht. Oder es spricht. So. Das wurde auch ein komisches Konzept. Oder jetzt in den Satsangbewegungen sagen die Leute ganz oft, ja, da ist ja sowieso keiner, da hat ja sowieso keiner einen freien Willen. Also kann ich einfach rumblödeln. Rumdödeln? Was ist das denn? Rumdödeln. Ja,
Es ist schön, da aufzupassen, wo werden solche... Es kann ja eine ganz wertvolle Einsicht für jemanden sein, zu sehen, hey, die Entscheidung, ob ich den Apfel oder die Birne nehme, die trifft sich einfach. Wow, ja, ich kann dem zuschauen. Das ist eine gigantische Einsicht sein. Diese Einsicht dann zu verpacken in Alufolie oder in Klarsichtfolie, dass man noch reinschauen kann und drauf zu schreiben, ich habe keinen freien Willen, oder also in die Schublade Advaita zu stecken, es immer wieder rauszuziehen in der Alufolie. Inzwischen ist es vergammelt, ja. Also ich halte es immer noch hier. Habe ich selber erkannt, ja. Das ist so die Gefahr mit Einsichten. Dass aus einer Einsicht Einsichten vergammeln, ist so. Leider. Und vor allem, wenn die zu Konzepten gemacht werden, dann werden sie in Gips gegossen und aus der wunderschönen Blüte ist ein Gipsabdruck geworden und der bringt niemandem was. Wir können immer wieder jetzt und jetzt und jetzt schauen. Was ist jetzt? Ich finde das so gut, was du sagst, weil ich habe da bei mir auch so eine ganz klare Richtung jetzt erkannt, ne? Über die vielen Wochen, wo ich in Indien war und das eigentlich von denen in der Mehrheit immer nur gehört habe, ne? Dieses, es gibt keinen freien Willen, und ich habe da also jetzt auch für mich wirklich dieses Schubladendenken gesehen gerade, ne? Und so eine Erkenntnis rausziehe, wie wichtig das ist, einfach sich umfassend zu informieren. Ne? Also auch, was für eine Gefahr darin ist, einen Lehrer zu haben. Also einen speziellen. Ne? Ja, einfach jetzt hier immer wieder unschuldig schauen. Das sind die Augen von den Kindern, die oft genannt werden. Schluss, ne? Ja. Danke euch. Seid immer näher gerückt. Du auch.